Es wird wieder mal etwas geleakt. Bruder, Leak ist das neue Posten, ne? Leute postet nicht mehr normal auf Instagram. Nur noch Leaks. Warum zahlst du den Jungen seine Gage nicht? Der Kampf ist jetzt 5 Monate her. Warum hat der Junge kein Geld bekommen? Ich weiß alles, mein Freund. Der musste das durch die Nase ziehen. Wir wollen keine Gage. Wir kämpfen ohne Gage. Du gegen mich. Wenn er ein Mann ist, sagt er zu. Aber er ist sowieso kein Mann. Daher egal. Schmösegehirn. Stuttgart saß 3-mal im Gefängnis wegen Zuhälterei, Erpressung und Waffenhandel. Seit einem Jahr rappt auch er. Ich erzähl von mir. Ich erzähl von mir. So, du kleiner Zuhälter-Junkie. Du bist ja kein Zuhälter, du kleine Schildkröte. Egal. Der Amarsch ist gut. Anderes Thema. Ich habe dir tagelang gesagt, wenn du was von mir willst, ruf mich privat an. Wenn du ein Problem hast, meld dich. Wenn dir nicht passt, mit wem ich sitze, dann halt deine Fresse. Interessiert dich nicht. Aber, du kleiner Kopf, hast dich wahrscheinlich beeinflussen lassen und musst mir natürlich auf den Sack gehen. Ich will auch dieses Video kurz halten. Ich werde hier noch keine Schlammschlacht anfangen. Ja? Ich warte ab, wenn nach diesem Video was kommt, danach wird es eine Schlammschlacht geben. Und dann werde ich dich wirklich durch den Dreck ziehen. Aber lass das mal beiseite. Es geht jetzt nur um dein Schrottvideo mit deiner Marionette Faton. Da ist ja dieser eine Rapper, ich glaube, der nennt sich Amar. Junge, was seid ihr für kleine Schauspieler? Tut so, als würdet ihr mich nicht kennen, ihr kleinen lächerlichen Witzfiguren. Aber ist nicht schlimm. Bleiben wir sachlich. Du tust so, als würdest du die ganze Zeit im Urlaub dein Leben genossen haben und meine Videos nicht gesehen haben. Dann blenden wir jetzt als allererstes mal den Chatverlauf von uns beiden, der die ganze Zeit... Oh, es wird wieder mal etwas geleakt. Bruder, Leak ist das neue Posten, ne? Leute postet nicht mehr normal auf Instagram. Nur noch Leaks. Der Amar ist richtig stabil, ne? Das ist wirklich gut, muss man ehrlich sagen. Der ist so stabil. Keiner kann mit dem F***en. Ist einfach so, ey. Ich liebe das. Einfach deine Meinung sagen, keine Angst haben vor irgendwelchen... ...stattfindet, weil du hast ja meine Nachricht nicht gesehen, hast jetzt erst darauf geantwortet, weil Bösemann, der Kriegsführer seit 40 Jahren, du hast ja jetzt erst gesehen, dass ich mich gemeldet habe und gibst jetzt erst deine Antwort, ja? Wir blenden das mal eben ein. Boah, gar keinen Bock, das alles zu lesen. Schick weiter deine Junkies. Erst Georg, jetzt Attila. Mal sehen, wie viel Nerven du hast, mit dir, mit mir zu streiten. Meine Nerven sind endlos. Ich bin kein Rapper, nur weil ich Musik mache. Was ich bin, das siehst du noch. Das ist meine letzte freundliche Botschaft. Hör mal zu, ich hab mit diesen Leuten nichts zu tun. Und ich bin bald in deiner Nähe, dann wird das geklärt. Verarschen kannst du jemand anderen, Habibi. Alles klar, herzlich willkommen. 7. September. Bösemann kommt. So, ihr habt ja gesehen, ich habe euch das schön markiert. Soll ich das, habt ihr das schon alles gelesen oder was? Ja, kein Bock. Ich gehe direkt auf deine Nachricht von gestern ein. Mach mir gar nicht den harten. Komm, hier ist viel Platz. Lass uns das gerne nicht im Internet. Junge, als allererstes. Du bist der größte Hund aus dem Internet, der seit 20 Jahren bellt. Junge, deine Videos von früher haben noch 720p. Was redet... Ey, der Nerdige. Das war gut. Bist du da? Massiv. 4-3, 7-3 Spiel. Bushido. Also das sind zwei Sachen, die dieser Bushido hat. Da ist ein Lügner und da ist ein Feigling. Manuelsen. Das andere ist die Sache mit Manuelsen. Mein lieber Mann, du hast schon richtig über die Stränge geschlagen, muss ich sagen. Ne? Das Ganze wird mir jetzt einfach hier mit dem... Natürlich bei Rapcake, der ja alles, was Bösemann sagt oder dieser Alex-Gesicht, der 1:1 weitergibt. Internet und hin und her, das, ich habe keinen Bock auf sowas. Lass uns die Sache austragen im Ring. Arafat. Stimmt das, dass Arafat Rapper auf dich gehetzt hat? Arafat, Rapper auf dich. Loco Ben. Wie nennt er sich? Dieser Loco Sch. Dieser Loco Sch. Kommt dann um die Ecke und macht jetzt hier. Man will jetzt hier auch wichtig machen plötzlich. Ja? Ich hätte seine albanische Zähne. Alter, ich hätte Zähne rausgezogen. Flair. Guck mal, der Flair, der hat mich auf jeden Fall mal beleidigt so bei einer Sache. Also der kommt um einen Kampf, kommt der nicht rum.
Zwei Stunden später. Dass ich den einfach abfacken, dass er den bei lebendigem Leibe verbrennt. Und so weiter. Du bist der größte Hund, der im Internet Klicks sucht. Und jetzt, wo du ein paar Abonnenten bekommen hast, weil Sinan mit dir einen Kampf gemacht hat, jetzt bist du was Besonderes geworden und sagst, du willst mir nicht den Kampf gewonnen. Wer will denn mit dir einen Kampf? Du bist eine lächerliche Witzfigur. Und jetzt sieht Deutschland gerade erst, wie viel Mann du wirklich bist. Du bist sowieso alleine, als einziger Mann bist du sowieso kein Mann. Du hast diesen Krieg angefangen. Was interessiert dich, mit wem ich sitze? Dich juckt nicht, mit wem ich sitze. Ob er oder ob er nicht ist, interessiert dich nicht. Ich habe euch gesagt, ich habe Sachen gesehen, die ihr auch jetzt bald sehen werdet. Dann werdet ihr verstehen, warum ich da sitze oder nicht. Aber dich interessiert es trotzdem nicht. Ich bin weder dein Freund, noch dein Bruder, noch waren wir zusammen im Krieg, noch haben wir zusammen Kurs gezogen oder irgendwelche Stunden verkauft. Ihr habt ja gesehen, ich habe die Nachricht Junge. Hey, weißt du noch damals, Mann, wir haben miesen Noten verkauft. Ja, Mann. Hey, gute Zeiten, Mann. Wie geht's dir so? Ja, Mann. Und wie geht's Familie? Geblendet, wo du sagst, ich bin jetzt bald in deiner Nähe, dann wird das geklärt. Warum kommst du mir jetzt mit, komm hier hin, ein alter Mann? Wenn du ein alter Mann bist, warum benimmst du dich dann nicht wie ein alter Mann? Komm hier hin, du hast gesagt, du kommst. Ahla wa sahla. Wir haben auch genug Gyms, wo genug Platz ist. Wir können auch in den Wald gehen, wir können uns auf dem Bolzplatz treffen, wo du willst. Wo du willst, aber du bist doch ein Mann seines Wortes. Dann steh zu deinem Wort. Du hast gesagt, du kommst und wir beide klären das. Dann komm. Für diesen Kampf wird es keinen Profit geben. Was laberst du? Komm, wir kämpfen umsonst. Ich will keinen Cent. Komm, ich kläre das für dich. Wir machen das aber mit Kameras, damit du nicht wieder deine Lügen mit deinem Bruder Fatun erzählst. Kein Cent. Kein Cent für dich, kein Cent für mich. Ich bin dabei. Bist du auch dabei? Du redest mir von Loyalität. Die wissen anscheinend die Bedeutung von Loyalität nicht. Du sagst das zu mir, der Ayuni rausgeschmissen hat oder auf Ayuni geschissen hat, weil er gegen mich einen Kampf verloren hat, mit den Worten, das schwöre ich auf meine Kinder. Wer einen Kampf so verliert, hat bei Böser Sound nichts zu suchen. Junge, was laberst du, als Sinan dich behindert geschlagen hat? Warum bist du noch bei Böser Sound? Du bist Ehrlich jetzt? Das hat man ja gar nicht mitbekommen. Wusste das einer von euch, dass er den Ayuni so hat fallen lassen, weil er den Boxkampf... Digga, der signed den als Rapper. Also, Bruder, Alter. Wow. Das zeigt auch nochmal, was für eine Ratte der ist, böse Kelp. Ja, warum zahlst du den Jungen seine Gage nicht? Der Kampf ist jetzt 5 Monate her. Warum hat der Junge kein Geld bekommen? Ich weiß alles, mein Freund. Ich brauch nicht... Ja, der musste das durch die Nase ziehen. Dich oder Ayuni oder irgendwen fragen. Ich weiß alles. Warum zahlst du sein Geld nicht? Nachdem du ihn sowieso schon von den paar Euros in die Hälfte abgezwackt hast. Der Typ hat Kinder, der Typ hat Familie. Warum gibst du ihm sein Brot nicht? Du Kodex-Mensch. Apropos Schulden. Du Ehrenmann. Du Mann seines Wortes. Warum zahlst du nicht deine Schulden bei mir oder bei Senat Gashi? Kleinigkeit. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber nur um den Leuten zeigen, dass böse Mann gar kein Mann ist. Ja, aber das weiß man. Er ist ein böse Gehirn. Ein Mösekopf. 150 Euro musst du mir seit Jahren geben, wegen Karten, weil du nicht reingekommen bist bei Ismail Özen auf der Veranstaltung, weil du ins VIP wolltest. Da habe ich Karten für uns geholt. Habe ich bezahlt, kein Problem. Will ich auch nicht drüber reden, aber du redest ja viel. Also muss man dir auch antworten. Warum zahlst du bei Senat Gashi nicht deine Schulden? Der Einzige, der mit dir im Ring stand, als du bei Sinan gekämpft hast, der sich gegenüber 30 Leuten gestellt hat, obwohl er mit dir nichts zu tun hat. Ihr wart keine Freunde. Du hast ihn auf Albanisch angeschrieben. Ey, Bruder, ich brauche albanische Unterstützung und Albaner sind ja auch stabil. Alhamdulillah, schöne Grüße an meine Brüder. Ist er gekommen und hat sich neben dir gestellt. Hast dir Geld geliehen. Und jetzt machst du diese Filme auch bei ihm. Du bist. Ich wollte gerade sagen, jetzt macht er so Filme bei Senat Gashi. Erstmal Senat Gashi, Bruder, das ist kein Kind. Der kann den nicht mit seiner böse Gelaber und ich war im Kriegsgraber beeindrucken. Da ist so, man muss sagen, Senat Gashi ist böse Kelp sein Kryptonit. Er ist sein Kryptonit. Da kann er nichts machen. Er kann ihn nicht voll labern auf albanische Sachen, weil Senat ist selber Albaner. Er kann ihm nicht erzählen, was vom Krieg und so. Oder diese ganzen Filme, die er da macht, das kann er bei ihm halt nicht machen. Ne? Boxen brauchen wir sowieso nicht reden. Das ist halt, das ist komplett sein Kryptonit. Ist ein Lutscher, Junge. Ein ganz kleiner Lutscher. Junge, den einzigen Kodex, den du hast, ist in deiner Nase. Das ist dein Kodex. Guck mal. Yes. Ich will mich kurz halten, böse Mann. Ich habe gar keine Nerven für deine Junkie-Art, ja? Wirklich, ich habe gar keinen Bock auf dich. Ich bin ein Mensch, ob du glaubst, ob ihr glaubt, ist mir egal. Ich möchte mit gar keinen Stress haben. Ich habe so viel Stress in meinem Leben gehabt, so viele Schlägereien, so viel unnötigen Beller. Ich habe gar keinen Bock darauf. Aber es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der mir auf die Füße treten kann. Und wenn er das tut, muss er dafür gerade stehen. Und so einer wie du steht keine 2 Sekunden mehr gerade, wenn er mir auf die Füße tritt, ja? Du bist ein Mann, dann steh zu deinem Wort. Du hast geschrieben, ich komme. Und dann wird das geklärt. Dann komm. Wir können in jedem Gym hier kämpfen. Wir können in NRW überall hingehen. Kein Problem. Ich hab von überall den Schlüssel. Okay? Komm hin.
oder wir machen das mit einer Veranstaltung. Ich spreche mit Martin und Dino, kein Problem. Wir wollen keine Gage. Wir kämpfen ohne Gage. Du gegen mich. Guck mal, ich werde hier kein... Wenn er ein Mann ist, sagt er zu. Aber er ist sowieso kein Mann, daher egal. Ein Statement machen. Das ist einfach nur kurz und knackig, böse Mann. Ich schwöre dir bei Gott, das ist das allerletzte Mal, dass ich nicht eklig werde. Halt einfach deine Fresse und bleib ruhig. Oder halt deine Fresse und komm ran wie ein Mann. Aber lass dieses, ich erfinde mir hier was und ich erfinde mir da was. Du bist die größte Internet-Scheiße, die es gibt, ja? Du bist der Allergrößte. Du hast alles für alles schon gemacht. Du hast Ansagen an Leute verteilt, die dich nicht mal kannten. Seit 20 Jahren machst du das. Komm mir nicht mit diesen Internetfilmen. Jeder Mensch weiß, ich mache keine Internetsachen. Ich habe meine Sachen immer auf der Straße geklärt. Aber so Leute wie du zwingen einen manchmal, auch im Internet seinen Mund aufzumachen. Weil du mir ja mit irgendwelchen kleinen Junkies von dir kommst, die ganze Zeit auf mich schießen und du denkst, dass wir nicht wissen, dass die von dir sind. Wir wissen alles, mein Lieber. Deswegen, lass mich nicht deine Zuhälter und Junkie-Karriere auspacken und zeigen, was du wirklich für ein Mensch bist, damit du dein letztes Ansehen, die du von deinen zwei Freunden noch hast, auch noch verlierst. Deswegen halt einfach deine Klappe, pack deinen kleinen Pimmel Faton ein und mach einfach euren Mund zu. Wenn du was von mir willst, ich sag dir das nochmal, wenn du was von mir willst, ich bin da, du hast gesagt, du kommst, komm. Ansonsten werden wir uns irgendwann spontan sehen und wir wissen ja beide, es wird nicht mehr lange dauern und dann werden wir das da klären. Mach deinen Mund zu, halt deine Klappe, sei eine kleine Schildkröte, mach dein Content, mach dein Maul zu, du hast genug gebellt. Wir haben gesehen, was du für einer bist. Und fertig. Okay? Assalamu alaikum. Top. Jetzt möchte ich ein Like da lassen. So. Das war die Ansage von Amar. Ja, das Ding ist natürlich, Frauen schämen sich, wenn man sagt, er ist kein Mann. Weil Frauen denken, er ist auch keine Frau. Ja, was ist der? Ein Bösegehen, ein Mösekelb. Er ist ein Mösekelb. Digga, ich sag dir ehrlich, Chico hat mehr Brain als der. Ganz klar. Chico hat mehr Ehre als der. Ehre. Ehrenmann. Man hat uns ehrenvoll erwartet. Ich will mich gerade etwas kurz suchen, so, ja. Das Ding ist, Alter, wer hat das jetzt geschrieben? Sollen die kämpfen, aber mal mit Drogentest so? Ganz ehrlich, gegen Amar zum Beispiel, der Amar ist so fit, der könnte sich vorher Testo, NASA, der könnte eine Ausbildung machen bei der NASA, alles was der will, der Amar wird den trotzdem plätten, damit, du schaffst ja jetzt damit nicht, das ist einfach so. Kamano, echt, ja, krass. Okay, der Busnitchcoin hat im Chat gefragt, wie böse man überhaupt so viel Geld für Kurs hat. Ich meine halt, Junkies wissen immer, wo ihr Stuff herkriegen, ist ja klar. Aber der hat von diesem Newcomer, beziehungsweise von seinem Signing Kamano, vielleicht hat der ein oder andere mal davon gehört, auch seinen Vorschuss hat er nie bekommen. Der hat ihn auch komplett verarscht. Und er gibt sich bestimmt die billigste Version, die gestrecktesten Scheiß. Digga, guck ihn an, wie er aussieht, mal Real Talk. Er sieht nicht gesund aus. Der Schädel ist deformiert und riesig. Das sieht eher aus wie Missbrauch von HGH und Sachen. Keine Ahnung. Müssen wir mal den Flair fragen. Kennst du den Stuff besser als ich? Ich meine, klar, er kann die ganze Zeit da in seiner Hood bleiben, wie viel er will. Digga, es wird halt nicht, wenn er den Amar treffen sollte, wird das nicht so gut, glaube ich, für ihn ausgehen. Meiner Meinung nach wird das... Hier gibt's das hier. Oh, böse Mann. Hast du immer noch nicht gelernt, vor deiner eigenen Haustür erstmal zu kehren, bevor du über andere Leute so ablästerst? Hm? Wann kommst du endlich nach Ingolstadt? Wann? Hä? Du böse Lügner, du. Ich und du, wir haben noch was offen. Findest du nicht? Hä? Du Arschkriecher. Ihr fragt euch jetzt alle, warum ich so gegen böse Mann schieße. Das ist das Signing King, Carmano heißt auf Instagram, Carmano. Weil ich 5 Jahre Führungsaufsicht hatte, die jetzt abgekürzt wurde und ich jetzt keine Führungsaufsicht mehr habe. Deswegen, wenn man eine Führungsaufsicht hat, muss man die Beine stillhalten. Und das hat er gewusst. Er hat damit gepokert. Aber jetzt, Herr böse Mann, wo sind sie jetzt? Jetzt habe ich Lust und ich habe Zeit. Und ich kann.
Du konntest nicht mal meine Videos bezahlen, du Junkie, hast dir von mir Geld genommen, Insolvenz, Mann. Ich meine, kann am Ende finde ich auch interessant, dass der Ayunia weg sein soll, sein Geld auch gehopst wurde und dass dieser andere Newcomer die ganze Zeit, der vorher bei Farid war, jetzt bei ihm ist, gegen Farid schießt und auch gegen uns ekelhaft geschossen hat. Ich denke mir immer, was denkt ihr, wie es weitergeht für euch? Also denkt ihr jetzt, ihr werdet so voll die Rapstars bei Bösemann oder was? Bösemann kann nicht mal das Alphabet, wie soll ein Label führen? Also wie gesagt, mein Angebot steht immer noch, ich gebe 100 Euro, ich gebe auch 1000 Euro. Soll ein Video machen, wo er das ganze Alphabet auch sagt. Einfach ein Video machen, das ganze Alphabet sagen. Muss auch nicht One Take sein, kann auch schneiden. One Take soll bis zu viel verlangt.